Geht raus, daheim sterben die Leute. 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 Hey, hallo Leute. Ich bin heute in meinem Wohnwagen und ich will heute was sagen zum Thema, zum Spruch. Geht raus, daheim sterben die Leute. Ich hoffe doch, ihr seid dabei. Ja, Thema geht raus. Daheim sterben die Leute. Es ist jetzt nicht so, dass im Camp die Leute auch sterben. Ich bin eben da so ein bisschen totenkopfaffin. Nee, Thema geht raus, daheim sterben die Leute. Ganz einfach. Wie bin ich da drauf gekommen? Daheim sterben die Leute war ein bayerischer Spielfilm in den 80ern. Kam sogar im Kino. Ich glaube, jetzt nicht so mega erfolgreich oder so, aber könnten die Leute, die schon länger auf dem Planeten sind, schon mal was davon gehört haben. Jedenfalls ein bayerischer Spielfilm, ein politischer Heimatfilm, sage ich mal dazu. Zum Inhalt will ich jetzt, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Hier mal vielleicht kurz das Plakat vom Film auch einblenden. Daheim sterben die Leute, ein bayerischer Film, ja, und geht raus natürlich wegen Outdoor und Camp und überhaupt somit das der Abschiedsgruß geht raus, daheim sterben die Leute. Gut, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, sage ich mal, in diesem kurzen Satz ist ja eine Menge Philosophie. Meiner Meinung nach findet das Leben draußen statt. Es kann drinnen natürlich zu Hause auch mal gemütlich sein, können auch mal Freunde kommen und so, dann ist auch was los, aber normalerweise was Neues, neue Eindrücke und dann bilden sich ja im Gehirn neue Synapsen. Neue Eindrücke bekommt man draußen. In der Natur gibt es immer was zu entdecken. Ich habe es auch schon mal in einem alten Clip erwähnt. Man muss natürlich den Spirit dafür haben, sich die Natur anzuschauen und zu sagen, boah, guck mal, ist es nicht ein besonderer Stein und sich den dann reinzuziehen. Aber ich sag mal, selbst wenn ihr immer an derselben Stelle seid oder im selben Bereich in einem Waldstück oder in der Natur halt, es finden immer Veränderungen statt. Gut, der andere Punkt ist mit nicht zu Hause rumhocken. Das Leben findet draußen statt. Kann ja auch in der Diskothek sein. Diskothek ist eigentlich ein blödes Wort, wenn man eher Heavy Rock mag, aber wo eben Musik gespielt wird, kann im Biergarten sein, kann im Hallenbad sein. Weiß der Teufel wo. Ihr wisst, glaube ich, was ich mein. Geht raus, daheim sterben die Leute, geht raus, daheim tun sich die Leute zu Tode langweilen. Wie gesagt, muss nicht immer sein, gibt auch schöne Sachen, die man zu Hause machen kann. In Verbindung mit diesem Outdoor-Kanal hier, Cam Kramer, dann natürlich geht raus in die Natur. Ja, und das ist auch schon eigentlich alles zu diesem Riesen-Mysterium. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr jetzt mal hört, wie ich da drauf gekommen bin. Wenn nicht, dann tut's mir leid, dass ich jetzt eure 2 Minuten Zeit geraubt habe. Dann gebt mir doch einen Daumen nach unten, nehmt euer Abo und verpisst euch! Oder gebt mir einen Daumen nach oben, sagt, ja, Kramer, coole Sache, dass wir das jetzt auch mal wissen. Ich sag jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute. Und diesmal ein Video mit Outro Gelaber. Ja, heute mal wieder so ein Tag, wo ich nicht so richtig gewusst habe. Ja, Wetter ist so schlecht für den Badesee. Und was machst du denn dann? Ah, kannst bestimmt noch was im Camp machen. Wohnwagen Vordach gemacht, Dach von der Hütte gemacht. Und würde sagen, Tag erfolgreich genutzt. Jetzt gibt's noch einen Kaffee und eine Butterpresse. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Hey!
Hallo Leute. Hey, hallo Leute.